Zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Lothar Riebsamen für die CDU-CSU. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie bei den abschließenden Rednern das so der Fall ist, ist vieles schon angesprochen, was dieses Gesetz anbelangt. Deswegen möchte ich einige wenige Punkte noch mal vertiefen und vielleicht auch das eine oder andere korrigieren, was in den Raum gestellt wurde. Es ist ja durchaus richtig, dass der Budgetanteil, den das Pflegepersonal vor 10 Jahren noch hatte, das war der größte Budgetanteil im Krankenhaus, heute nicht mehr der größte ist. Da gibt es Gründe dafür, warum der ärztliche Bereich heute vor dem Pflegedienst steht. Aber das heißt nicht, dass das, was wir jetzt in diesem Pflegeprogramm machen, die Pflegethematik nicht verbessert. Sie wird sie nicht lösen, wie es gesagt wurde. Das stimmt. Aber sie wird sie lindern. Und die Zahl, Frau Scharfenberg, Sie war es, die Sie genannt haben, 1,5 Stellen pro Krankenhaus, ist einfach so nicht richtig. Wenn Sie die Summe, die zur Verfügung gestellt wird in diesem Gesetz, dividieren durch die Krankenhäuser, unterstellt 60.000 Euro je Pflegekraft, dann kommen Sie auf 5.500 Stellen. Und dann dürfen wir auch nicht die psychiatrischen Krankenhäuser mitrechnen, sondern es geht ausschließlich um die somatischen Krankenhäuser. Und dann kommen Sie eben auf 3,5 bis 4 Stellen pro Krankenhaus. Und das ist schon mehr als das Doppelte, als Sie genannt haben. Ja, aber ich sage noch mal, die Probleme wird es nicht lösen. Aber lindern wird es die Probleme. Und es wird vor allem auch darauf ankommen, diese im Durchschnitt bei einem 200-300-Bettenhaus 3,5 Stellen vernünftig einzusetzen. Und da geht es darum, die Attraktivität des Pflegeberufs zu stärken. Und das kann man mit diesem Geld machen. Es geht insbesondere darum, bei der Attraktivität des Pflegeberufs die Auszubildenden, die Krankenpflegeschülerinnen und Schüler und diejenigen, die die Praxisausbildung, die Praxisanleitung am Bett machen, zu verstärken, hier mehr Stellen einzusetzen. Es muss einfach notwendig und möglich sein, dass die Praxisanleiter die Zeit haben, sich ihren Schülerinnen und Schülern zu widmen, dass die etwas lernen zum einen und auf der anderen Seite auch sehen, dass es sinnvoll ist, was sie da machen, dass sie einen guten und richtigen Beruf gewählt haben und dass man sie nicht auf die Station schickt, ohne dass sie die nötigen Anleitungen dafür haben. Da würde ich sehr dafür werben, dieses Geld genau an dieser Stelle einzusetzen und nicht mit der Gießkanne über ein Großkrankenhaus rüberzugehen und diese Stellen zu verteilen. Da kommt natürlich nicht allzu viel dabei heraus. Als zweiten Punkt möchte ich ansprechen nochmal das Thema doppelte Degression. Wir alle waren über Jahre hinweg in Podiumsdiskussionen, haben diskutiert mit den Krankenhausgesellschaften auf Landesebene, auf Bundesebene. Das war das Thema Nummer eins, Abschaffung der doppelten Degression bei den Krankenhäusern, die eben keine Mehrmengen gemacht haben. Sie mussten akzeptieren, dass der Landesbasisfallwert gesenkt wird, sie in Mithaftung genommen werden für die Mehrmengen. Und genau dies haben wir in diesem Gesetz abgeschafft. Natürlich ist jetzt die Folge, dass diejenigen, die die Mehrmengen machen, jetzt alleine dafür gerade stehen müssen. Das ist richtig. Und an dieser Stelle muss man sagen, wenn dort berechtigte Mehrmengen auftreten, dann müssen diese berechtigten und notwendigen Mehrmengen natürlich dann auch in diesen Krankenhäusern vergütet werden. Es kann ja nicht sein, dass man dann Fälle, die notwendig sind, nicht mehr auskömmlich in Zukunft dann finanziert. Und es muss dann bei den Mehrmengen auch um die Ist-Fälle gehen und nicht die hypothetischen Fälle. Da müssen wir in dieser Gesetzgebung sicherlich noch einmal ein Stück weit nacharbeiten. Ein Satz noch zum Thema Strukturen. Jens Spahn hat es eindrucksvoll wieder dargelegt, wie die Situation in Deutschland aussieht. Und Kollege Harald Terpe hat mir gerade am Stuhl gesagt, sei mal mutig und sag hier an dieser Stelle auch, was du sonst in den Podiumsdiskussionen auch sagst. Ja, ich will das gerne machen. Wir müssen das akzeptieren, dass die Länder nur noch 50% der Investitionskosten bringen. Wir müssen hinnehmen, es ist nun mal so, dass die verbleibenden 50% aus den laufenden Entgelten entnommen werden. Daran wird sich vermutlich nichts ändern. Wo sollen die Länder das Geld hernehmen? Und ich sehe auch keinen anderen Weg, wo Mittel herkommen sollen. Also nehmen wir diese Situation einfach, wie sie ist, und machen uns Gedanken,
nicht in diesem Gesetz, aber in einem Folgegesetz vielleicht darüber, wie wir diesen Status quo legalisieren. Und in einem Punkt unterscheiden wir uns vielleicht dann doch. Wenn wir dies tun, dann kann es natürlich nur um die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser geben. Sonst hätte das ja zur Folge, dass wir mit der Gießkanne auch wieder drüber gehen und zementieren, Strukturen zementieren, die wir so nicht haben wollen. Dafür werbe ich. Das wird auch dazu führen, dass die Strukturen in unserem Land verbessert werden, dass unser Vergütungssystem, das im Übrigen darauf ausgerichtet ist, dass wir wirtschaftliche Krankenhäuser haben, nicht Grund- und Regelversorger, die vor sich hin arbeiten in 100-Bettenhäusern. Das gibt das Vergütungssystem überhaupt gar nicht her. Und schon deswegen ist es auch notwendig, dass wir an dieser Stelle einen deutlichen Schritt weiterkommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich.